Servus Pyrrhus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es im Titel schon gelesen, ein sehr, sehr spezieller Titel. Und ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, das Ding heißt wirklich so eine Neuheit dieses Jahr im Lidl. Umlabelung würde ich es eher bezeichnen, der Einhorn-Pups-Vulkan. Man mag es kaum glauben. Ein Vulkan aus der Schweiz, ein Bugano-Schweizer Vulkan, Premium-Vulkan. Und nachdem es den Pink Stars jetzt plötzlich nicht mehr gibt, vermute ich mal, dass das der alte Pink Stars ist, jetzt nur mit anderem Namen. Ansprechender, an sich eine coole Idee, auf jeden Fall, sag ich mal, so mit diesem Trend zu gehen. Sei es Faultier, sei es Alpaka, sei es Einhorn. Einhornpups. Ja, NEM liegt bei. Circa 250 Gramm, für die Größe eigentlich echt gut und man kennt sie, die Premium-Vulkane. Man weiß, was man davon hat normalerweise. Preis 8,99 € allerdings. Also die haben schon einen recht hohen Preis, diese Vulkane, aber es sind nun mal auch Premium-Vulkane. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieser Einhorn-Pups-Vulkan jetzt sein wird. Man hat hier eben wieder diese Schutzkappe drauf, die oft sehr, sehr schwer abgeht. In diesem Fall ging es ja eigentlich ganz leicht ab, auch wenn ich jetzt schon hier so ein bisschen das leider beschädigt habe, weil die halt festgeklebt ist. Aber ist nur die Rückseite. Das ist halt immer das, das ist hier festgeklebt innen drin, deswegen ist das jetzt hier schon mit abgezogen. Aber die Vorderseite ist ja noch schön hübsch. Und dann geht es los mit dem Test des Einhorn-Pups-Vulkans von Weco-Feuerwerk. Los geht's. Premium-Vulkan, Einhorn-Pups. Sehr, sehr schöner Premium-Vulkan für 8,99 € hat der Vulkan zwar seinen Preis, aber sehr edler Effekt.